Ja, erstmal einen wunderschönen guten Morgen. Und heute eine Frage von Rolf. Hallo Herr Kammerer, mein Name ist Rolf, ich besitze einen Koi-Teich 25.000 Liter mit einigen Kois. Ihren Blog finde ich ganz toll und informativ, habe mir in den letzten zwei Jahren fast alle angeschaut. Ich habe noch nie von Ihnen etwas über Seemandelblätter im Koi-Teich gehört, die angeblich gut für Fische und Wasser sein sollen. Was hat es damit auf sich? Ist die Frage ein Blog wert oder ist es Quatsch, was mir ein Reiseleiter in Abu Dhabi erzählt hat? Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar. Mit freundlichem Gruß, Rolf. Ja, Rolf, ich muss natürlich erstmal schmunzeln. Ich habe Seemandelblätter, ich habe gerade gegoogelt, das sind Seemandelbaumblätter, noch nie was gehört. Und als ich dann natürlich Reiseleiter in Abu Dhabi gehört habe, habe ich gedacht, naja, das gehört wohl auch ins Reich der Fabelwesen. Aber kurze Recherche auf dem Internet hat gebracht, das sind die Blätter des Kartappenbaums, der bei uns ganz sicherlich nicht beheimatet ist. Und als ich dann die Nutzung, es gibt einen medizinischen Nutzen, der hilft wohl gegen Durchfall, Magenkrämpfen, Typhus und noch ein paar andere Krankheiten. Und dann wurde aber auch gebracht, dass die in der Aquaristik vorbeugen und zur Behandlung von Krankheiten verwendet werden. Die Inhaltsstoffe der Blätter, dann werden da ein paar Stoffe genannt, das sind Tannine, Flavonoide, Gerbstoffe, Saponine, so mit allem drum und dran, dass sie gegen Verpilzung, bakterielle Erkrankungen, Laichverpilzung, Ektoparasiten, Schleimhautschäden und Bisswunden und Verletzungen, dass es da helfen soll. Also, es ist da sicherlich, dein Reiseleiter hat da recht behalten, das ist wohl tatsächlich eine wirksame Geschichte. Allerdings, und da müssen wir jetzt natürlich die Relation sehen, wenn ich jetzt ein kleines Aquarium habe, ja, so 60 Liter oder 100 Liter, dann kann ich da mit einer Handvoll solcher Blätter sicherlich einen sehr positiven Effekt hervorrufen. Wohingegen, wenn es an Koi-Teich geht, wird es alles etwas sehr viel aufwendiger. Wo ich aber jetzt gerade die Inhaltsstoffe durchgelesen habe, gerade Tannine und Fulvosäuren, da weiß ich, man hat früher oder manche Tierärzte haben früher, wenn in den Teichen bakterielle Probleme waren, dann haben die da auch Huminstoffe reingegeben, also reingekippt. Der Teich wurde dann fürchterlich gelb und das hat sich dann praktisch auch nicht von alleine wirklich abgebaut, sondern das wurde dann aufwendig über viele, viele Wasserwechsel, musste das wieder so weit runter verdünnt werden, bis der Teich irgendwann wieder klar wurde und wahrscheinlich kommt über die Gerbstoffe, über die Fulvosäuren, über die Huminsäuren, kommt daher dieser antibakterielle Effekt, der vielleicht auch Flossenfäule und sonstige andere die Schleimhaut oder die obere Hautschichten betreffenden Krankheiten heilen kann. Aber ich denke, es ist sicherlich nicht, anstrebenswert oder es ist sicherlich nicht, so ist das bessere Wort, nicht realisierbar, einen 20, 30, 40 oder noch größeren 1000 oder noch größeren Teich mit dem Hinzugeben von ein paar so Blättern da irgendeinen positiven Effekt hervorzurufen. Also da wird man sicherlich an die Grenzen stoßen, aber in der Aquaristik durchaus eingesetzt sind die Blätter des Seemandelbaums. Nee, des Kartappenbaums und die Blätter heißen dann Seemandelbaumblätter. So, vielen Dank trotzdem für die Frage. Man weiß nie, vielleicht finden wir mal den Heiligen Gral, dass man hier irgendwas nicht kennt, was in anderen Kulturen vielleicht schon lang gang und gäbe ist und wo man sich das ein oder andere Problem, mit dem wir hier in der Koi-Haltung zu kämpfen haben, ganz einfach und auf natürliche Weise von der Backe hält. In diesem Sinne, vielen Dank für Ihr Interesse. Rolf, danke für deine Frage und bis dann. Ciao.